Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Craft Attack, meine lieben Freunde. Bevor es richtig losgeht mit dem Video, eine kleine Info für euch. Morgen, wenn ihr das Video seht, morgen um 18 Uhr ist es soweit, von meinem Partner Level Up released die neue Xmas Edition mit Zitrone-Ingwer-Geschmack. Klingt im ersten Moment sehr weird, die Kombination. Ich habe es jetzt probiert. Es schmeckt so ein bisschen wie die Zitronenbonbons von Nim 2. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ich bin schon wieder eine am Trinken. Muss jeder selbst entscheiden, ob er den Geschmack fühlt oder nicht. Ansonsten auch noch mal eine kleine Info für euch. Genau jetzt in 2 Stunden geht der Kaktus-Klicker-Test los. 12 bis 18 Uhr auf dem Netzwerk. Wenn ihr ein Founder-Pack besitzt, kommt ihr drauf. beta.playlegend.net ist die IP, über die ihr connecten könnt. Und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, dann schaut auf unserer Internetseite vorbei, playlegend.net. Oben rechts in der Ecke ist die Sprechblase, da könnt ihr mit dem Support per Live-Chat Kontakt aufnehmen und alles weitere klären. Und wir werden jetzt ordentlich durchstarten in Craft Attack, Freunde, denn ich habe einiges vorbereitet. Der liebe Trimax sollte ja wieder jetzt am Stissel sein. Das bedeutet, wir werden jetzt in Kürze mit dem Bau der gigantischen Mega-Mob-Farm anfangen. Und wir haben ja hier schon das ganze Obsidian vorbereitet für die Farm, ja. Das ist schon alles zusammengefarmt. Dann habe ich das ganze Glas zusammengefarmt, was wir brauchen. Und ich habe mich an die Mud-Bricks gemacht. Da fehlt jetzt noch eine Double-Chest und ein bisschen was. Hier sind die ganzen Trapdoors drinne und die Schildkröten-Eier. Also alles, was Debitor hier auf der Liste stehen hatte, habe ich zum Großteil besorgt. Bedeutet, wir können auf jeden Fall mit dem gigantischen Mob-Farm-Projekt starten, sobald Trimax am Schlüssel ist. Und heute, ja, heute werden wir mal schauen, was der Tag so bringt. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir auf jeden Fall hier noch den Rest vom Weizenturm fertig machen. Der ist ja jetzt fast fertig ausgebaut und dann kann ich das Dach und alles machen. Und dann werde ich mich als nächstes hier nach dem hier dran machen und das hier zu Ende bauen. Hier haben wir übrigens schon wieder ein paar Stacks Zuckerrohr drin. Also meine Zuckerrohrfarm ist auf jeden Fall sehr ertragreich. Ich denke, das wird Trimax auf jeden Fall sehr freuen, wenn er das hört und sieht. Und bei Chef Strobel in der Zuckerrohrfarm ist auch ein bisschen was drin. Sehr gut. Also wir produzieren jetzt auf jeden Fall schon mal relativ gut Zuckerrohr, sodass genügend Papier für Raketen immer da sein sollte. Und dann werden wir mal schauen, wie Trimax auf das Ganze reagieren wird. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben alle Baumaterialien für die gigantische OP-Farm zu sammeln. Alles an Obsidian befindet sich jetzt hier drinne. Wir haben das ganze Glas. Da habe ich mich drum gekümmert. Und ich habe 4 Kisten voll mit Bricks, Mud-Bricks zum Bauen. 1300 Trapdoors. Und wir haben die 16 Eier, ne? Paar Stück im Backup, falls mal irgendwie was kaputt geht. Wir haben es geschafft. Wir können mit dem Bau der gigantischen Mob-Farm jederzeit beginnen. Bam! Let's go! So Leute, und weil es euch so gut gefallen hat in der letzten Folge und wir guten Progress gemacht haben, gibt es jetzt nochmal eine wunderschöne Timelapse, wie ich hier im End weiter die Insel abbaue. Ich weiß nicht, wann Rumatra das nächste Mal online kommt, aber mein Ziel ist bis dahin, die Insel auf jeden Fall weitestgehend fertig abgebaut zu haben. Auf geht's!
glaub's nicht. Ich will die Weizenfarm von Trimax schön machen und der Villager ist ausgebrochen und will jetzt in die Berge fliehen. Der flieht in die Berge. Ich mach den Zoom noch krasser. So, wartet. Da. Der ist einfach geflohen in die Berge. Also Spark hat gesagt, wenn ich mit jemandem gut bin und Buddy bin, dann darf ich ihn töten und seine Sachen auch irgendwo sichern. Ich würde schon sagen, dass Revi ein guter Buddy von mir ist. Wir sind vielleicht nicht unbedingt... Doch, wir sind eigentlich schon Best Buddies. Also was Craft Attack angeht, sind wir eigentlich Best Buddies, muss man sagen. Das hat Revi alles sich einmal vorgebaut. Das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, Revi hat sich irgendwie auf Fiverr. Da gibt es doch diese Bilder, die man kaufen kann. Für 20 Euro bauen die dir sowas vor. Der hat sich doch safe auf Fiverr jemanden gegönnt. Kann ich mir vorstellen. Ich sag mal so. Revi jetzt einfach zu töten und seine Sachen dann irgendwo zu safen. Ja, lol. Revi stirbt, seine Sachen kriegt er wieder. Toller Troll. Da wird er sich aufregen, wird mich wieder als irgendwie fettes Schwein oder sonst was beleidigen und das war's. So. Revi hat aber gesagt, er wünscht sich von mir etwas zum Geburtstag. Und ich bin ein Mann, der sein Wort hält. Und deswegen kriegt Revi was zum Geburtstag von mir. Einen alten Freund. Einen guten alten Freund, den Revi schon lange vermisst hat. Und, sich freuen wird, ihn zu sehen. Denn ich habe, und ihr werdet ihn alle kennen, Mark kontaktiert. Könnt ihr euch noch alle an Mark erinnern? Für die Leute auf YouTube, schreibt's in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer Mark ist. Das Problem war, Mark hat gesagt, er kommt nicht alleine. Auch als ich gesagt habe, Revi hat Geburtstag, du musst unbedingt kommen, Mark. Meinte er, ja, aber ich kann nicht alleine kommen. Ich kann nur meine Familie noch mitbringen. Ohne die geht's nicht. So, das Problem bei der ganzen Sache ist, das wusste ich selber nicht, Mark hat eine ziemliche Großfamilie. Deswegen hoffe ich, dass Revi genügend Platz hat für die ganze Familie und es dadurch nicht zu Problemen kommt. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Mark hat erfolgreich seine Großfamilie mitgebracht. Ich hoffe, dass Revi sich gut um die kümmert. Nicht, dass Mark nachher zu mir kommt und sich beschwert, dass sich Revi nicht gut um seine Familie gekümmert hat. Die scheinen auf jeden Fall sich hier pudelwohl zu fühlen. Den scheint es hier auf jeden Fall bei Revi sehr gut zu gehen, der Familie von Mark, ja. Die sehen auf jeden Fall alle sehr zufrieden aus. Dann lasse ich die auch mal alleine hier. Dann, ja, können die sich mal mit Revi unterhalten, wenn er dann da ist. Der ist ja ein ziemlich netter Genosse. Oh, die machen sich aber, ganz schön breit. Die gehen ja hier gerade, die sind ja hier gerade am Ziehen, richtig. Wo laufen die denn hin? Das ist ja... die scheinen sich hier nicht bei Revi wohl zu fühlen. Die kommen ja sogar zu uns jetzt schon rüber ins Paradies. Das ist ja so nervig. Das ist ja so nervig, oder? Vor allen Dingen das Schlimme ist, wenn du eine Text, greifen die dich alle an. Echt jetzt? Ich glaube ja. Ich glaube, wenn du eine Text... Bitte? Die despawnen auch nicht, oder? Nein, die despawnen nicht. Die spawnen Schneemänner? Ich glaube nicht, nein. Wieso willst du noch ein paar Schneemänner? Ich würde dir noch ihre kleinen Cousinen und Cousins mit herbringen. Ah, bei Chef Strobel. Du musst mal Chef Strobel seine Kaktusfarben. Bei seiner Kaktusfarm, Junge, guck dir das an. Da haben sie sich gesammelt, Alter. Bei der Kaktusfarm. Die sind alle da reingefahren. Ach du Scheiße.
Oh, die sind auch schnell. Egal, nervig ist es trotzdem. Aber let's guck, go. Siehst du, guck mal, wie schnell die hier Schnee gemacht haben. Unglaublich. Das wird ihn so nerven, glaub es mir. Ich wollte gerade sagen, müssen wir weiterhin die Stimmung hier ins Savannenbiom bringen. Romatra. Hallo. Guck mal, wenn du von hier nach unten guckst, guck mal, du siehst von Revi auch nur einen Teil der Base, ne? Ja, man sieht nur einen Teil der Base. Und jetzt pass mal auf, guck mal, wie der fliegt. Du Scheiße. So eine richtig große Konstruktion bauen, die die ganze Zeit Eier schießt. Ich glaube, du verstehst nicht, was wir hier erreichen können. Digga, die haben mir in einer Sekunde alles weggefressen. So, erste Frage wäre, ist wieder, fängt mit dem Quiz an, mögt ihr Revi? Nein. Nee. Sehr gut, richtige Antwort. Jetzt ist die Frage, wie kann man Revi richtig derbe abfacken? Lex und Tiere. Und Tiere. Willst du das überhaupt machen? Jetzt schaut mal, was passiert, wenn ein Ei kommt. Auch ein Quiz für euch. Ein Huhn. Es schießt, es wird weggeschossen. Ja, und wo wird es hingeschossen? auf die Base von dem Pisser. Auf die Base von dem Pisser. Ich habe auch Revi ein paar Eisengolems hingestellt. Nicht wundern. Das ist ja legendär, das ist ja wunderschön. Das ist wunderschön, ne? Das ist ja wunderschön, die Mechanik hier. Also das ist nicht schlecht. Und das Hühner-Tycoon, weil wir die Hühner immer weiter vermehren. Oh, das ist wirklich nicht schlecht. Okay, Leute, das war's auch schon vom heutigen Craft Attack Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben einiges gemacht. Erst ein Iron Golem Prank an Revi. Daraus ist dann noch ein Hühner Prank geworden und komplett geisteskrank. Es ist einfach komplett eskaliert. Wichtige Info nochmal für euch, weil es hat sich jetzt im Laufe des Tages ergeben. Der eigentliche Founder-Test für das Legend-Netzwerk beta.playlegend.net ist die IP, ist jetzt für alle offen. Das heißt also, ihr kommt auch drauf, wenn ihr kein Founder-Pack besitzt. beta.playlegend.net braucht die Version 1.19.2, steht auch wahrscheinlich alles in der Videobeschreibung. Checkt auf jeden Fall mal den Server aus. Wir müssen nämlich ordentlich Leute draufkriegen, um die Performance zu testen, ja? Also alle mal vorbeikommen, da könnt ihr richtig Gas geben. Wir werden wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden dann auch zocken und Gas geben und uns das Ganze anschauen. Und ich habe richtig Bock. Ich hoffe ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Und nicht vergessen, abonnieren und Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.